Geschichte schreibt. Die Erstürmung der Mauer im Oktober 1989 war für viele Berliner die Verwirklichung eines nie gewagten Traums. Seit 20 Jahren wachsen Ost- und West-Berlin zusammen. Gemeinsam mit Hündin Cleo will Andreas Kieling das neue Berlin entdecken. Der Abriss der Mauern rund um das alte West-Berlin gibt auch der Natur neue Entfaltungsmöglichkeiten. Heute ist der Alexanderplatz Dreh- und Angelpunkt einer vereinigten Metropole. Andreas erreicht Berlin-Mitte durch den Tiergarten, der schon immer die grüne Lunge Berlins war. Als die beiden das schützende Grün verlassen, stehen sie mitten in der Großstadt. Das ist schon ein sehr spezielles Gefühl, aus einem Wald herauszutreten, auf eine Art Lichtung zu kommen und auf einmal in einer Weltmetropole wie Berlin zu stehen. Hier im Tiergarten hat es früher schon sehr viel Wild gegeben. Die Kurfürsten und Landesfürsten haben hier gejagt. Heute ist Berlin immer noch sehr wildreich. Es gibt Wildschweine, Kaninchen, viele Vogelarten. Ich bin mal ganz gespannt, was mich in der Stadt erwartet. Cleo leidet schon jetzt an Reizüberflutung. Im ehemals ostdeutschen Bezirk Mitte vermischt sich deutsche Geschichte mit den bewegenden Impressionen einer modernen europäischen Hauptstadt. Die Weltzeituhr ist fast so berühmt wie der Fernsehturm. Andreas hat einen persönlichen Bezug zum Alexanderplatz. Ich erinnere mich noch genau, als ich als Achtjähriger mit den jungen Pionieren aus Thüringen kommend das erste Mal hier in Berlin war, kam uns das hier vor wie Manhattan. Das war Großstadt, hier wehte eine ganz andere Luft, ein ganz anderer Duft. Und ausgerechnet, als wir das erste Mal hier waren, wurde diese große Kugel vom Fernsehturm auf den Betonpfeiler gesetzt. Das passierte mit einem riesigen russischen Lastenhubschrauber und mit einem großen Kran. Die Kugel wurde in Teilen montiert. Und sie war ja auch das Symbol der DDR an Größe, an Macht, an Stärke, denn sie überbot alles, was bis dahin in Deutschland gebaut wurde. Ein ehrgeiziges Prestigeobjekt der damaligen DDR-Regierung, dessen Fertigstellung 1969 weltweit für Aufmerksamkeit sorgte. Noch heute ist der 368 Meter hohe Turm das höchste Bauwerk Deutschlands. Cleo ist das Gesicht einer Weltstadt, den Dschungel abseits des Betons. Ihre Wanderung führt die beiden zunächst Richtung Süden, entlang der Havel, die einst Ost und West teilte. Auf unserer Wanderung entlang der alten Westberliner Grenze treffen Cleo und ich immer wieder auf den Berliner Mauerweg. Dieser Weg war zwar nicht direkt die Grenze, die verlief zum Beispiel im Westen Berlins, mitten durch die Havel. Auf der anderen Seite ist schon Potsdam. Aber bis heute ist er immer noch bei den Berlinern sehr beliebt und ist natürlich ein historisches Zeugnis. Hallo. Hallo. Uns gefunden? Ja, gerade so. Das ist Dirk Ehlert, Wildtierbeauftragter des Senats von Berlin. Langer Titel. Ja, wohl. Andreas, hallo. Ich bin Dirk. Gut. Ja, so ein Hund zum Beispiel wie diesen hier, Cleo, glaube ich, heißt er, ne? Ja, den könnte ich jetzt gut gebrauchen. Zu viele Wildschweine hier im Schilf. Genau, wir haben hier ja im Unterhavelbereich, da sind wir auch ziemlich stolz drauf, ganz viel Röhricht angepflanzt. Es gibt ein eigenes Röhrichtschutzprogramm. Und das finden auch die Schweine toll. Und die verstecken sich da drin. Und jetzt haben wir ein Problem, weil die Schweine ihrererseits da nicht raus wollen und wir unsererseits aber auch das Schilf behalten wollen, sondern sich weiter in die Havel reinwachsen und erstrecken. Und jetzt bräuchte ich eigentlich Cleo, um mal zu sehen, wo die eigentlich die Schweine rein- und rauswechseln. Genauso wohl wie die Wildschweine fühlen sich auch Singvögel wie der Weidenrohrsänger und die Goldammer an der ehemaligen Grenze. So, das sind diese Schilfflächen hier und die wollen wir natürlich von den Wildschweinen schützen. Und ja, guck mal hier, siehst du auch ganz frisch Sauenspuren. Oh ja. Die laufen hier am Ufer lang und drücken sich gerne hier in das Schilfgebiet rein, brechen das Schilf kaputt und dann haben wir ein echtes Problem. Ja. Die fühlen sich wahrscheinlich hier auch sehr sicher, ne? Und finden noch Strandgut, was man fressen kann. Ja. Gibt's aber jede Menge fressbare Sachen, auch mitunter tote Fische. Ja. Die gehen hier natürlich ab, diese Uferzonen, und suchen sich dann ihre Nahrung. Dirk Ehlert folgt seiner Nase.
riecht es intensiv nach Wildschwein, aber man sieht sie nicht. Es duftet wieder ganz stark. Geh mal rein. Tagsüber ziehen sich die meisten Wildschweine in die Wälder zurück. Auch Cleo hat noch nichts gewittert. Glaub mir, wenn hier ein Wildschwein wäre, die Cleo würde das sofort ja? in der Nase haben. Ja. Eigentlich wäre das der ideale Diensthund für dich. Ja. Erste Spuren zeigen, dass die Schweine nicht weit sein können. Das ist der Lieblingsmalbaum hier, der Wildschweine? Ja. Ja. Also hier mit den scharfen Eckzähnen schlitzen die Wildschweine die Rinde auf, sodass der Harz rausläuft. Und dann präparieren sie sich ihr Fell, indem sie sich dann die Schwarte mit dem Harz einschruppern. Das bleibt doch schon hin und wieder mal ein Haar dran kleben, ne? Genau. Klar. Und danach gehen sie in die Sohle oder in den Wannsee. Richtig. Gehen die in den Wannsee zum Baden hier? Ja, nicht nur zum Baden, die schwimmen auch quer rüber. Ja. Manchmal sind sie auch direkt bei den Badegästen drüben am Strandbad. Schöne Borste. Mhm. Früher haben ja die Menschen das als Zahnseide genommen. Und als es noch keine Zahnseide gab, haben sich damit die Zähne gereinigt. Bis zu 5000 Wildschweine soll es im Berliner Stadtgebiet geben. Und diesmal verfolgen Derk und Andreas eine heiße Spur. Zieht wie so ein Ziegenbock. Wahrscheinlich wird es Schweine riechen. Ja, Cleo hat die Wildschweine in der Nase. Und die sind hier direkt vor uns. Wir sind direkt im Stadtwald von Tegel, nur 100 Meter von hier entfernt. Ist die Grenze zu den ersten Siedlungshäusern. Da steht einer. Da steht einer. Das ist ein Überläufer. Oh, hält die Teile auf. Da ist noch einer da. Da. Stimmt. Psst, Cleo. Sitz. Noch sitz. Sitz. Wir sind ja hier im Stadtwald, also unweit von den Siedlungen. Und die Tiere fühlen sich hier zu Hause. Und hier sind manchmal bis zu 50 Tiere im Stadtwald, 50 Wildschweine. Guck mal, Cleo hat Jagdfieber, wie die zittert. Ja, stimmt absolut. Und die Nähe des Flughafens, der Autobahn, der großen Siedlung, das stört sie alle nicht? Überhaupt nicht. Man hört ja, wir sind unweit des Flughafens Tegel. Es ist laut, es ist tot. Drumherum sind Autobahnen und die Wildschweine fühlen sich pudelwohl. Ja. Die Berliner Wildschweine haben sich an Menschen gewöhnt. Seitdem die Mauer gefallen ist, haben sie noch mehr Platz, sich frei über die ganze Stadt auszubreiten. Doch so süß die Kleinen auch sind, eines Tages werden sie, wie ihre Eltern, Gärten durchwühlen. Ein Ärgernis für Pflanzenfreunde. Andreas zieht es weiter an den Wannsee, die Grenze zu Brandenburg. Zu DDR-Zeiten bot der zweitgrößte See Berlins eine bedeutende Schiffspassage für den Güterverkehr durch den Teltow-Kanal bis nach Hamburg. Heute ist der Wannsee ein Eldorado für Freizeitkapitäne. Seltsamer Wind hier auf dem Wannsee. Mal kommt er von Steuerbord, mal von Backbord. Da hinten ist das berühmte Freibad vom Wannsee. Pack die Badehose ein und das kleine Schwesterlein. Und dann geht es ab nach Wannsee. Volle Fahrt voraus. Andreas steuert die historischen und landschaftlichen Highlights an. Da hinten ist der alte Horchposten der Alliierten. Aber eigentlich will ich ganz woanders hin, nämlich zur Insel Ihmchen und später noch auf die Pfaueninsel. Der Wannsee ist so ein bisschen tricky. Da muss man aufpassen. Der wird schon ziemlich flach. Ich denke, ich fahre mal eine Wende, sonst laufen wir hier noch auf Schlick. Na, komm schon. Andreas erstes Ziel ist die kleine Insel Ihmchen. Eine wertvolle Rückzugsstätte für Berlins artenreiche Vogelwelt. Das Betreten ist streng verboten, auch für Andreas. Das hier ist die Insel Ihmchen. Sieht ein bisschen kultiviert aus, aber hier sind mehrere Brutkolonien von Kormoranen drin. Graureiher sind hier auch. Und hin und wieder lässt sich sogar der Fischadler hier blicken. Auf Ihmchen leben so viele verschiedene Vögel, dass es unter Berliner Ornithologen als regelrechtes Kleinod gilt. Mehrere große Kormoran-Kolonien siedeln auf der kleinen Insel. Um Beute zu machen, tauchen sie nach Fischen. Dabei können sie bis zu 1,5 Minuten unter Wasser bleiben. Ah, die jungen Stockenten hier sind so vertraut, wollen einfach was zu fressen haben. Die Pfaueninsel mitten im Wannsee
wirkt wie eine Märchenwelt. Aufgrund ihrer alten Eichenbestände und ihrer historischen Bedeutung ein Weltkulturerbe. Friedrich Wilhelm II. Ließ die einst verwilderte Insel in einen romantischen Landschaftspark umwandeln. Einige der alten Prachtbauten, darunter die Meierei von 1799, geben noch heute einen Eindruck von der königlichen Lebensart. Das hier ist schon die Fauneninsel und da hinten kann man die alte Meierei sehen. Ich will mir die Insel mal etwas näher anschauen. Nach mehreren Stunden auf dem Wannsee ist Andreas wieder in seinem Element, Wandern. Die gepflegten Parkanlagen wurden im 19. Jahrhundert zu einer Bühne für exotische Tiere. Die Pfaueninsel war der erste zoologische Garten Berlins. Die preußischen Könige ließen hier Gehege errichten und stellten Tiere zur Schau. Zeitweise sind über 6000 Menschen pro Tag auf die Insel gekommen, um sich hier zu vergnügen. Heute ist es mit den Tieren hier deutlich weniger geworden. Es leben viele wilde Vögel hier und noch einige Pfauen. Aber die sind gar nicht so einfach vor die Kamera zu bekommen. Doch nicht nur Tiere machen den Reiz der Pfaueninsel aus. Es sieht ja wirklich sehr geheimnisvoll aus. Wie der Eingang zu einer Fabelwelt. Uralte Eiche. Selbst die Tür ist schon eingewachsen. Also wenn jetzt eine Hexe antworten würde, wäre ich nicht verwundert. Die Eiche ist uralt. Eigentlich kenne ich solche Bäume nur aus Afrika. Da werden solche Hohlräume als Vorratsbehälter genutzt. Eichen stehen auf der Pfaueninsel. Viele von ihnen blicken auf eine lange Geschichte zurück. Hallo, Sie sind aber ein außergewöhnlicher Waldspecht. Klopfen Sie den Baum hier auf Herz und Nieren ab oder was fehlt Ihnen? Na, eigentlich interessiert mich nur, ob ich höre, dass die Restwand hier vielleicht so dünn ist, dass der Ast abbrechen könnte. Ist ja ein Riesenapparat. Das ist hier eh das Phänomen von Eichen, dass Eichen für viele immer schon tot aussehen. Dann wundern sich die Leute, das sieht ja aus wie ein abgestorbener Baum, aber außen sind ja immer noch ganz viele große grüne Äste dran und Blätter. Und das sind die wertvollsten überhaupt. Also diese Geschädigten, scheinbar Absterbenden oder fast schon Toten, das sind die, die ökologisch überhaupt am interessantesten sind. Also das Holz hier der Eiche sieht ja unglaublich aus, wie Einschusslöcher aus dem Zweiten Weltkrieg. Kann aber nicht sein, ne? Nein, das sind Ausbohrlöcher vom Heldbock, allerdings Jahrzehnte alt. Also ein Heldbock ist der große Eichenbock. Das sind diese Käfer mit diesen riesig langen Antennen, ne? An sich schon sehr lange Käfer und dann noch mit sehr langen Antennen, ja. Der Heldbock ist einer der größten Käfer Mitteleuropas. Seine gigantischen Fühler mitgerechnet, wird er bis zu 15 cm lang. In Deutschland ist der Riesenkäfer vom Aussterben bedroht. Doch in einigen Berliner Parks hat er überlebt. Zu seinen Lieblingsspeisen gehört totes Holz. So hat er auch in den Eichen der Pfaueninsel kräftig gewütet. Nach ein paar Jahren ist der Baum ausgenagt. Der Heldbock sucht sich ein neues Opfer. Der Baum hat